Am Abend des 19.10.2024 ließ die Bundesanwaltschaft aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs vom selben Tag den libyschen Staatsangehörigen Omar A. in Bernau bei Berlin festnehmen. Daneben wurde die dortige Wohnstätte des Beschuldigten sowie in St. Augustin Niederpleis die Wohnung eines Onkels, bei dem er sich nach der Tat verstecken wollte, durchsucht. Im Einsatz waren die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt, die Polizei Brandenburg und die Polizei Rhein-Sieg-Kreis. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert